Bei der Deutschen Bahn beginnt an diesem Mittwoch ab 17 Uhr die dritte Streikrunde im laufenden Tarifstreit. Erneut hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL zunächst im Güterverkehr zum Arbeitskampf aufgerufen. Ab den frühen Donnerstagmorgen folgt dann der fünftägige Streik im Personenverkehr. Die Bahn hat angekündigt, sie wolle versuchen, im Fernverkehr zumindest ein Viertel des üblichen Angebots am Fahren zu halten. Doch der dritte Streik in wenigen Wochen wird wieder hunderttausende Pendler und Reisende treffen.